Vor uns auf der Straße. Tschüss. Tut mir leid, Mann. Na, ist gut, ich kam halt nicht mehr weg. Direkt Beine gebrochen mit dem ersten Hit. Und stand halt komplett open. Der kam vom Strand übrigens. Ja? Naja. Bitte, bleib nicht hängen. Danke. Ich bin rübergesprungen und war irgendwie in so einem kleinen Ding gefangen und dachte mir so, okay, was machst du jetzt? Und dann habe ich habe es völlig verkackt, Mann. Ich habe quasi dir nur beim Sterben zugesehen. Ja, ich hatte auch keine Ahnung, Möglichkeit mehr. Zweimal drauf geschossen, dann hatte ich die Wahl zwischen direkt umfallen oder nochmal umdrehen dabei. Fuck, ich habe ihn gesehen. Gut, warum leckt denn das Scope so krass? Was ist denn drauf? Hammer. Ja, kannst du eigentlich nur noch mit PSO spielen. Fort. Deswegen hat er auch so unglaublich viel ausgehalten. Oh, zwei Leute waren hier. Ich habe zwei gekillt. Oh. Oh, okay. Fort Armor, nice. Ja, boah, zwei M4s und zweimal Fort Armor aus dem Raid raus. Okay, jetzt muss ich nur flüchten, Mann. Warum hat der eine Typ sich direkt an deine Leiche gelegt und hat da versucht zu looten? Keine Ahnung, der hat dich nicht gesehen oder was? Ja, Dude, hab mich hingelegt, hab mich versteckt dahinter, hab extra eine Granate geworfen, um Ablenkung zu schaffen. Und das nächste, was ich gemacht habe, ist, ich bin gerannt mit der Headshot, weil ich wusste, ich kann nicht einfach aufstehen und contesten. Aber scheinbar, ne? Scheinbar waren die ja nicht so auf Zack, Alter, vielleicht haben wir das nicht mitbekommen. Daniel muss mental unterstützt werden, sprich ihm gut zu. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Jetzt nur noch die 5 Scuffs. Ja, Moment, ich hab was getötet, Jesus. Gut, dass ich 2 M4s dabei hatte, für den Fall, dass die erste leer ist. Jesus, Alter. Was zum Teufel, Alter. Daniel, Busch ist tot. Der Busch ist tot. Ich wollte gerade fragen, ob du nebenbei noch Schädlingsbekämpfer bist und Du hättest das sehen müssen, Jesus, da liegt so ein Typ auf einer Fläche und aus irgendeinem Grund kann ich ihn wieder nicht im Rennen töten, so wie eigentlich immer. Und das nächste, was er macht, ist halt in den nächstbesten Busch rennen und sich reinlegen. Und dann habe ich halt mit die erste M4 geleert in den Busch und dann die zweite M4 in den Busch geleert, wenn du verstehst, was ich meine. Und dann war er tot.
Rennst du? Ja, ich bin da. Komme. Du bist in dem Raum. Full Equip, ja. Ja, ich laufe hier kurz rüber. Bist draußen. Beide tot. Du rede mit mir, Mann. Dude, ich bin runtergesprungen, ich bin mit fucking Balkon runtergesprungen, da waren zwei Leute. Ich bin jemandem direkt entgegengelaufen. Jesus. Ich konnte nicht reden, was soll ich tun? Ich war wirklich nicht in der Lage. Ich komm raus hier. Hi. Nur mein Gesicht, ich bin hier am Mülleimer. Hi, hier, guck mal, stell dir Folgendes vor, ich falle hier runter, lauf hier entgegen und hier, guck mal, ich stoß direkt mit den Typen genau in der Ecke hier, genau mit Gesicht an Gesicht entgegen. Töte den Typen, meine Waffe ist wieder nur ein Burst, aus irgendeinem Grund schießt nicht vollautomatisch, ich drehe mich um und töte den Typen, beide tot. Oh, ich konnte nicht reden. Rip Uganda. Uganda war das? Ja, Rip Uganda. Gott. Willst du nicht erstmal looten? Ja, nee, was hier, wenn noch einer hier irgendwo ist? Ich bin von oben rein runtergekommen. Achso, okay. Ja, dann loot ich eben. Wow. Was war... Wow. Weck grad auf, ich bin nur in diesen Weg entlang gelaufen. Mich nicht, der ist sehr schön. Wege. Wirklich ein schöner Weg. Ja. Wollen wir hier eine Picknickdecke ausbreiten hier so? Ne, hier drüben bei den Blumen, wenn dann rechts. Ah ja, stimmt, wenn dann bei den Blumen. Die Blumen sind echt hübsch, nur nebenbei. Finde ich auch. Also ich muss sowieso sagen, dass das Gras, gut abgesehen davon, dass es halt in 100 Meter Entfernung nicht mehr gerendert wird, aber... Ja. Ja. Auch die Büsche gefallen mir sehr gut, muss ich sagen. Selbst die Büsche? Ich finde, die Büsche könnten ein bisschen... auf Distanz ein bisschen eindeutiger sein, weißt du, was ich meine? Nicht so grob, schwammig... So, ja, es sieht doof aus auf der Distanz, weißt du? Es sieht so aus wie so ein dicker Block. Und die könnten ein wenig mehr Widerstand geben, wenn man so durchläuft, weißt du? Weil wenn du hier durchläufst, du hast ja keine... Wow. Du, da hat gerade jemand mit einer silenced Waffe vollautomatisch geschossen. Auf den Typen. Rechts vor uns, hätte ich gesagt, so wie wir jetzt laufen. Ja, hier hinten ist offen. Oh, okay. Ich laufe hier ganz am Rand, am rechten Rand des... Da liegt doch eine Leiche unten drin. Ein bisschen her sein. Hier vorne direkt am Gartentor liegt eine Leiche. Holzsteps? Im Haus? Anderes Gebäude, ja, anderes Gebäude vermutlich. Bin vorm Haus. Du bist nicht im Haus. Nein, nein, ich bin hier außer, in dein Gebäude. Nicht das Gebäude hier bei uns, in dem anderen, das benachbarte Gebäude. Ja, der macht oben gerade was auf. Er hat uns also noch nicht gehört. Ich sneake. Ich glaube, es sind sogar zwei. Einer hat mich gesehen, glaube ich, Jesus. Granate. Einer down. Nicht erschrecken. Selbst du gerade drin? Nein. Dann ist er noch safe. Lauf außen rum mal kurz. Meine Nate. Gut, ich stehe unten genau in dem Haus dran, ne? Keine Sorge. Oben. Ich hab auch mal eine oben rein. Hoffentlich. Da ist auch noch einer oben rein. Er hat Panik da oben auf jeden Fall. Bitte? Er hat Panik da oben, der rennt immer oben rum. Der nicht tot ist, Jesus, ne? Keine Nails mehr. Ja, auch nicht. Komm hoch. Der läuft immer noch drin. Ne, das war ich. Okay. Warte, ich komm hinten durch die Türen gerade. Mach unten auf gerade, vom Hinterausgang. Bin drin. Bist du unten? Okay, ja, ich bin unten drin. Komm jetzt vorne rein. Okay. Mal hoch. Du hast auf Ford, richtig? Ja.
Warte, ich schieß ein paar Mal. Da oben liegt eine Leiche. Nee, ist das Bett, sorry. Da liegt eine Leiche. Hier. Check up, warte. Ah, der hat eine M4. Wirklich? Ja. Geh mal den draußen checken, ich hab den noch gar nicht angegrabbelt. Ja, ja. Sam heißt der. Ah, der hat nur eine AK-74. Du, der hat wirklich eine M4. Warte, warte, warte. Hast du ihn umgebracht mit der Granate oder ich? Ich hab ihn umgebracht mit F1! Was ein Rage ist es! Sehr schön. Oh Gott, das ist so absurd gewesen, Mann. Vor allem, die hat sogar so eine kleine Stummel-AK gehabt, so wie du sie bauen würdest. So haben wir gerade noch drüber gesprochen. Das ist der Dream, Mann. Das ist das, was wir haben wollten, Mann. Ich habe immer gesagt, komm, lass uns hier hingehen. Irgendwann treffen wir jemanden. Also zumindest die letzten paar Male habe ich das gesagt, okay? Und wir haben jetzt welche hier getroffen, Jesus. Ja. Und sogar mit M4. Ja, sehr schön. Ach du heilige Scheiße, Jesus. Komm mal her. Ich bin unten. Bleib mal da, wo du bist. Wow. Kamera, die da drin ist, die hat weniger FPS als das Spiel. Weißt du, so extra quasi. Weißt du? Okay. Und das sieht schon schwer beeindruckend aus, ich bin ganz ehrlich. Wirklich schwer beeindruckend. Wow. Bei mir auch tierisch am die sinken. Ja, es ist 18 Uhr, ne? Merkt man halt auch wirklich, ne? Die Leute haben alle Feierabend, kommen nach Hause, starten das Game und die Server... schön. So wie mein Charakter gerade, weil ich keine Ausdauer habe. Wie lange brauchst du noch bis Level 50 Endurance? Moment... 72,6 von 100. Boah, Alter, wenn du das hast, musst du unbedingt den Bonus sagen. Muss ja irgendwas Besonderes sein. Du kriegst jetzt bei 51. Jetzt ernsthaft? Ja, ja, 51 ist Max-Level. Oh. Wie antiklimatisch. Kriegst du schon so eine schöne Zahl? Weißt du, die runde Zahl und dann hast du deinen Bonus nicht. Ach, da liegt auch eine Leiche direkt dahinter. Ja, ich habe gerade keine Ausdauer. Ich setze mich hier eben in den Busch. Das ist aber ein Scuff. Ein Spieler. Ja, nur der ist noch nicht gelootet. Oh, wow, schießt du? Das, nee, vorne, vorne, auf der Straße Richtung Polizeistation. Hat er auf dich geschossen? Nee. Der Leuchter, okay. An dem Kastenwagen steht er. Ich könnte ihn naden. Ja, gib ihn. Mein der Tod. Kommt mir entgegen, Ich renn. Wo bist du gerade, genau? Der lebt immer noch, dein Ernst, Alter? Der hat ein ganzes Mac gefressen. Der ist an dem Hang runtergelaufen, Richtung, Richtung Bushalte. Ja, hier. Hab ihn nochmal gehittet. Er ist tot. War voll equipped. Ja, ja, ich weiß. Ah. Bitte immer alle Leute haben diesen Hang. Die ganzen Kastenwagen. Schauen mal, ob da irgendwas abgeht. Hat eine Ford, ne? Ja? Oh Gott. Wie viele Leute gehen alleine mit einer Ford raiden, ne? Level 36, schön gemacht. Gut, ich hätte viel lieber früher geholfen. Aber irgendwie war ich mega verwirrt, was ich gerade machen soll und was ich nicht machen soll. Läufst du hier? Ja, ich laufe oben am am Feuerwehrwagen rum. Checkst du deinen Backpack mal noch? Klar. Du oder ich? Ich check ihn gerade. Achso, das wäre vielleicht zu viel. Das ist so, nee, nee. Check du den Backpack mal. Okay, hat nichts weiter drinne. Brot habe ich dabei. Nice, Mann. Ja, da liegt noch eine Leiche hinten am Dings, ne? Direkt an dem schwarzen, an der G-Klasse. G-Klasse. Jesus, Beschreibung. Ja, ist nun mal eine G-Klasse. Kastenwagen, G-Klasse. Ja. Audi macht doch gar keinen Transporter. Wie soll ich da die Marke kennen? Ist das ein Spieler? Das hier ist ein Spieler, ja. Ja. Ja, das ist Huhn. Hast du Platz für die Dings? Für was? Für die Ford? Für die Ford. Wow, ich werde hier aus dem Fenster oben geschossen. Aus dem Fenster oben. Safe Call. Ja. Oh Gott, gerade kein Platz für die Ford. Alles klar. Ich laufe unten entlang, keine Sorge, ich lebe. Mir geht's gut. Der ist oben drin, schießt auf mich durch die Zäune. Ich warte noch. Wenn der rauskommt, ich bin nicht gecallt. Der weiß nur, dass du da unten bist. Ich schmeiß ein paar Granaten. Weil ich gerne Granaten werfe. Die hat einen Granatenbug gehabt, dann hat mich fast umgebracht.
Fuck, ich bin tot. Und draußen ist einer. Draußen direkt neben dem Eingang. Rechts daneben. Wenn du drauf guckst von vorne. Oh fuck, Alter. Wo kommt der denn hier, Mann? Cory Huhn, das ist der Mate von dem, der draußen lag. Ja, ich hab ihn. Einen zumindest. Aber ich muss zugeben, ich bin noch gerade ein bisschen hart am Schwitzen. Ach ruhig. Ja. Der muss, glaube ich, eine RSASS gehabt haben. Hat er auch gehabt, ja. Ja, das wollte ich gerade nämlich nicht sagen. Wie gesagt, der war draußen gewesen. Das war aber nicht der oben drin war. Ja! Ja! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Aber wie? Aber wie, Jesus? Jesus, ich hab ihn nur bekommen, weil seine Waffe nach oben gegangen ist. Weil er ganz nah an dem Ding dran war. Er hat doch mal einen kurzen Lauf genommen. Der heißt Heroe-Kun. Auch fort, alle am Fort, Jesus. Ja, kannst du meinen Stuff irgendwie da draußen? Aber natürlich. Ein bisschen beiseite schmeißen. Helm und Weste liegen jetzt hier drin. Sollten hoffentlich da drin sicher sein. Aber die beiden, ne? Die waren hart davon überzeugt, dass die hier auf jeden Fall campen möchten. Ne? Also durch und durch überzeugt, wirklich. Selten gesehen, wie jemand so viel Mühe und so viel Energie da reingesteckt hat, nur um quasi da drin zu campen, Alter. Die haben Türen unten geschlossen und. Was zum Teufel? Okay. Also ich habe deren Fort jetzt dabei. Oh, warte. An dem Moment, das. Guck mal, ich habe jetzt deren Helm dabei. Die hatten nur einen Fast MT. Und die hatten zwei Forts dabei. Aber die Forts haben beide null Durability. Aber ich werde jetzt trotzdem damit flüchten. Und ja, ich habe der SSRS dabei, Mann. Das geht, ey. Ohne Schalldämpfer vor allen Dingen. Ja, das habe ich gehört, deshalb. Soll ich ihn einmal kurz durchladen oder so? Hat einen relativ markanten Klang, das Ganze. Ja, ich habe die auch gehört, aber ich wollte das nicht sagen, weil ich irgendwo mich, glaube ich, selbst verunsichert hätte dadurch. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist sick, oder? Was du alles so umsetzen kannst. Du findest eine Waffe und arbeitest dich nach und nach hoch. Und ich erinnere mich, als wir gesagt haben am Anfang des Raids, das ist ganz schön desinky, ha? Huh? Lass mal vielleicht unter der Tankstelle vorbei und dann raus. Und plötzlich Leichenpflaster meinen Weg. Der Lauf von der Waffe hat halt aus dem Gebüsch rausgeguckt und ich habe den halt erst gesehen, als er auf mich geschossen hat. Ein Lump, Alter. Und dann habe ich halt auch noch zwei, drei Mal hingeschossen in die Richtung und bin dann halt umgefallen, ne? Hier ist ein Spieler neben mir. Das ist großartig. Ich glaube, es ist wirklich ein Spieler. Jetzt noch ein Spieler-Scuff begegnen hier. Na, Fort, die im Arsch ist.
Gott. Lieb mich nicht, was zum Teufel? Gut. Ja, Mann, also, und jetzt treffe ich noch einen Spieler-Scuff in der allerletzten Sekunde, nur so ganz nebenbei. PP 11 ist auf. Oh, Jesus. Oh, wird Zeit nach Hause zu gehen. Und